Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir spielen Nate, sein Bruder Samuel, Kurzversion Sam. Der Drogenkönig Hector Alcazar hat den Ausbruch vorbereitet und nimmt uns mit. Ja, dem seine Leute haben gute Vorarbeit geleistet. Hier lebt nichts mehr. Doch, oder? Nicht wirklich. Uiuiui. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Kriege ich jetzt eine Waffe, oder? Nee. Doch! Danke, Hector. Ist cool gemacht mit dem Riesenschatten an der Wand. Endlich mal ein bisschen Action in dem Spiel. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Jetzt geht's los, Leute. Okay. Aha, okay. Oh nee, das ist überhaupt nicht meins. Okay, schießen, ja. Ich hab da gern so hier so ein Auto-Aim. Ah, ist schon da, cool. Warum war das vorher nicht da? Okay, okay. Dann wird das jetzt mir leichter fallen. Oh nein, wir haben schon wieder keine Munition. Was für ein Scheiß. Wo krieg ich denn da jetzt Munition her? Ich gehe einfach mal ein bisschen in Deckung. Irgendwann werde ich schon was bekommen. Okay. Ich spring einfach mal durch den Zellenblock hindurch und ich tue es mir so, wie ich schieße. Ohne Munition geht es super. Jawohl. Oh, oh, oh. Ich brauche Munition und zwar super dringend. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Aber da liegt Munition. Jetzt können wir vielleicht mal kurz uns in Deckung begeben. Das sehe ich. Okay. Haben die jetzt da alles freigeräumt? Jetzt kann ich Munition nehmen. Okay. Ja, die brauche ich auch. Oh, bessere Waffe. Haben wir die jetzt? Schrot. Auch nur 14 Schuss, was lausig wenig ist. Ist da noch irgendwo was? Okay, keine Ahnung. Hinterher. Wir geben unser Bestes. Okay. Das machen wir. So, Weg ist freigesprengt worden. Nate, sein Bruder, kann sich in hoffentlich Freiheit begeben. Soll ich jetzt vorgehen? Ich weiß gar nicht. Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Ei, ei, ei. Okay. Okay, okay, okay. Warum bin ich allein? Ich will irgendwie nicht alleine hier rumrennen. Wo sind die? Sind die schon alle viel... Ah, es geht nur in die Richtung. Okay. Na dann nix wie hinterher. Dadurch. Oh, wo sind die alle hin? Jawohl, den hat er. Munition mitnehmen und weiter geht's. Ja, endlich passiert also in dem Spiel, nachdem das da vorhin so ein bisschen nervig war mit den ganzen Zwischensequenzen, bin ich ja doch ganz froh, dass das vorangeht. Das läuft ja ganz gut bis jetzt. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Bin mit der Waffe recht zufrieden. Okay, da geht schon in Deckung. Das hat bestimmt einen Grund. Alles klar. Jetzt machen wir hier... Oh, das sind viele. Jetzt müssen wir uns wirklich immer einen gezielt raussuchen und platt machen. Sonst wird es nichts. Wo ist der Typ dahinter? Der ist weg. Der ist... Den Hammer. Den Hammer auch.
den haben wir auch. Munition. Oh, oh, da ist noch einiges im Argen. Das habe ich unterschätzt. Aber wir haben es trotzdem gut gemacht, liebe Leute. Und geht gleich die nächste Sprengung los, oder? Voll. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, die springen die Tür weg. Achtung, Leute. 3, 2, 1. Ne, die Tür wird nicht weggesprengt. Der Feind ist noch da. So. Nachladen. Den müssen wir jetzt haben. Das sind ein Haufen Leute. Den Hammer. Den Hammer. Jetzt schaue ich mal nach. Ja, wir sind durch. Okay. Wird jetzt hier alles freigesprengt? Jawohl, ist passiert. Ein lauter Knall und es geht weiter in Richtung Freiheit. Ich sehe schon. Es geht Richtung Ausgang. Ab in den Innenhof. Oh Mann, was ist denn hier los? Das werde ich, glaube ich, so nicht überleben. Achtung, ich gehe mal da ein bisschen in Deckung, in der Hoffnung, dass es noch was bringt. Okay. Ui, was? Alter Falter, hier geht's gut ab. Endlich die lang ersehnte Action. Wo lang? Wo lang, wo lang? Hier lang. Ja, richtig was geboten jetzt. Ui, 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 ui. Richtig cool jetzt wieder geworden. Richtig cool, Leute. Ich will nur mal die Mickey-Maus-Waffe loswerden. Gerne mal wieder was Gescheites. Können wir, ist da noch was drin? Da ist direkt noch was drin. Dann kann ich die gleich nehmen. Wo lang? Da runter? Okay. Komm ich nicht rauf. Hallo. Wie sind die da rauf? Wie hoch? Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen hier abwarten. Hm? Hängt da was? Nee, oder? Ach, der kann ja ganz normal raufhüpfen, nicht Depperle. Jawohl. Rein ins Auto, raus aus dem Knast. Richtig gut. Entrada de la prisión. Eingang zum Gefängnis. Agua. Agua. Wasser will er haben. Ich will auch einen Schluck. Ja, jetzt ist mir auch wieder Sam da rausgekommen. Bin mal still. Ist jetzt wichtig, was kommt. Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. In einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Mein Bruder Phil. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lange? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen. Okay, aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch.
Hey, leise, ganz ruhig. Aus dem Knast draußen schon wieder Schwierigkeiten. Ich meine, ich sag dir. Noch wichtiger? Ich hab dir gehört. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lamia Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lange? 6 Monate. Grafisch ist wirklich gut gemacht. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Richtig cool jetzt geworden. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde. Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er Sweat besser. Tja, Alka soll das nicht gehen. Und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter. Und der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kauft er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Ray. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Aha. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du wirst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht, ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede... Doch, du machst das schon noch. Für alle, die gedacht haben, ich bin schon weg. Ich bin noch da. Ich bin nur bei dem Gequatsche immer ein bisschen ruhig. Eventuell ist ja was Wichtiges dabei. Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar.
Hallo Schatz, ich bin's. Jetzt geht's nach Italien, oder? Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Ui, schön. Das Rossi-Anwesen. Hier holen wir uns jetzt noch das Kreuz. Irgendwie. Schaut jedenfalls richtig cool hier aus. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich... Schaut nach Action aus hier. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, Buchs aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst kauft? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelegt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Na, was passiert? Es wird was passieren. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen. Das ja. Siehst du? Vertrauen. Da müssen wir also hin. Hey. Und das machen wir jetzt. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ja, sehr schön. Da machen wir gleich mal eine neue Folge raus. Ich schlag vor, ihr bleibt direkt dran, lasst ein Abo da und es geht dann nämlich gleich weiter. Vielen Dank.